Hallo, schön, dass du da bist. Ich heiße Sarah und wir werden gemeinsam Sachaufgaben zum Kreis lösen. In diesem Lernzyklus wiederholen wir Begriffe und Formeln zum Kreis. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du Sachaufgaben zum Kreis lösen kannst. Warum ist es wichtig, fragst du dich? In unserem Alltag sind wir ständig von Kreisen umgeben. Hier sind einige Beispiele. Schau dich um. Entdeckst du etwas Kreisförmiges in deiner Nähe? Halte dazu das Video an. Was hast du denn gefunden? Auf meinem Schreibtisch sehe ich einen runden Spitzer, ein Glas mit kreisförmiger Grundfläche und der Radiergummi auf meinem Stift ist auch kreisförmig. Bevor wir richtig loslegen, lade ich dich zu einem Quiz ein. Denn um die Sachaufgaben lösen zu können, brauchst du Vorwissen zum Thema Kreis. Stoppe jetzt das Video und schnapp dir Stifte, Papier und einen Taschenrechner. Mal sehen, was du schon alles weißt. Die erste Frage lautet: Wie berechnest du den Umfang dieses Kreises? Sieh dir die Abbildung und die drei Antwortmöglichkeiten in Ruhe an. Stoppe das Video und überlege dir, welche Antwort richtig ist. Und, fertig? Sehen wir uns die Lösung an. Die richtige Antwort ist Nummer 3. Der Umfang ist gleich 2 mal der Radius mal Pi. Wie ging es dir dabei? Hast du es richtig? Mit der ersten Formel kann auch der Umfang eines Kreises berechnet werden, also den Durchmesser mal Pi. Doch auf dem Bild war der Radius zu sehen, deswegen stimmt Antwort 3. Weiter geht's mit der zweiten Frage. Welche Umformung kannst du verwenden, um aus dem Umfang, den du gegeben hast, also den du weißt, den Radius zu berechnen? Du kannst die Umformungen auch auf einem Blatt aufschreiben. Stoppe nun wieder das Video und löse die Aufgabe. Fertig? Lass uns die Lösung ansehen. Die richtige Antwort ist Nummer 3. Der Radius ist gleich der Umfang durch 2 mal Pi. Ich hoffe, du konntest auch diese Aufgabe lösen. Frage Nummer 3. Berechne den Umfang des Kreises. Die Länge des Durchmessers findest du in der Abbildung. Die Formel für den Umfang, die den Radius enthält, war schon in der vorherigen Frage. Löse die Aufgabe mit der Umfangsformel, die den Durchmesser enthält. Stoppe das Video und berechne das Ergebnis auf deinem Zettel und verwende einen Taschenrechner. Lass uns dein Ergebnis kontrollieren. Der Umfang des Kreises ist gerundet 18,85 cm lang. Rechts unten siehst du den Rechenweg. Die Formel lautet: Umfang ist gleich Durchmesser mal Pi. Den Wert für den Durchmesser siehst du in der Abbildung. Er ist 6 cm lang. Ich hoffe, du hast richtig gerundet. Achte auch auf die Einheit. Hier handelt es sich um Zentimeter. Auf zur nächsten Rechnung. Die Aufgabe lautet: Berechne den Flächeninhalt des Kreises. Verwende dafür den Radius aus der Abbildung. Überlege dir zuerst, wie die gesuchte Formel lautet und berechne dann das Ergebnis. Stoppe das Video und wir sehen uns gleich wieder. Na, wie ging es dir? Bereit für die Lösung? Die richtige Antwort ist Nummer 3. Kontrolliere deinen Lösungsweg. Du findest meinen rechts unten. In die Formel r² mal Pi wird für den Radius 2 eingesetzt. Der Flächeninhalt des Kreises ist ca. 12,57 Quadratzentimeter groß. Hast du die richtige Einheit verwendet? Zur Erinnerung: Bei Flächenangaben musst du die Flächenmaße verwenden, also Quadratmeter, Quadratzentimeter und so weiter. Die nächste Frage lautet: Welche Umformung kannst du verwenden, um aus dem gegebenen Flächeninhalt den Radius zu berechnen? Stoppe wieder das Video und überlege dir die richtige Antwort. Die Lösung ist Antwort 2. Der Radius ist gleich die Wurzel vom Flächeninhalt durch Pi. Wusstest du's? Du bist nun bei der letzten Frage angekommen. In der Mitte siehst du eine Figur mit einer rot eingefärbten Fläche. Wie wird diese rote Fläche genannt? Wähle aus den Antwortmöglichkeiten 1, 2 oder 3. Versuche auch die richtige Formel zur Berechnung der roten Fläche zuzuordnen, also 4, 5 oder 6. Notiere deine Ergebnisse, bevor du weitergehst. Eine der richtigen Antworten ist 2. Diese Figur heißt Kreisring und ihren Flächeninhalt berechnest du mit der Formel von Nummer 4. Es ist der Radius des Außenkreises zum Quadrat minus dem Radius des Innenkreises zum Quadrat und diese Differenz dann mal Pi. Wie lief es mit dem Quiz?
Wenn du mehrere Fragen falsch beantwortet hast, solltest du dir zuerst den Lernzyklus Kreis und Kreisteile ansehen. Er wird oben verlinkt. Wenn du die Inhalte gefestigt hast, sehen wir uns bald wieder. Du hast alle Fragen richtig beantwortet? Dann herzlichen Glückwunsch, das hast du super gemacht. Jetzt geht es weiter mit den ersten Sachaufgaben. Im nächsten Schritt skizzierst du Sachaufgaben und findest heraus, welche Größen gegeben und welche gesucht sind. Die erste Aufgabe lautet: Der Reifen eines Fahrrads hat einen Radius von 32 cm. Wie viele Umdrehungen macht ein Reifen auf einer Strecke von 4 Kilometern? Lies die Aufgabe noch einmal genau durch. Zeichne dann eine Skizze und überlege danach, welche Größe du berechnen musst und wie die Formel dazu lautet. Also du sollst hier noch gar nicht rechnen. Ich möchte mit dir zuerst herausfinden, was der Text bedeutet. Halte das Video an. Hier siehst du meine Skizze. Im Text steht, dass der Radius des Reifens 32 cm lang ist. Ich habe ihn orange in meiner Skizze eingezeichnet. Sieht deine auch so aus? Die Frage lautet: Wie viele Umdrehungen macht der Reifen? Doch was bedeutet das genau? Achte auf die gelbe Markierung auf dem Rad. Es dreht sich und die gelbe Markierung wandert einmal um den Kreis herum. Das beschreibt den Umfang. Das heißt, der Umfang ist gesucht und die Formel dafür lautet 2 mal der Radius mal Pi. Wenn man den Umfang berechnet hat, muss man noch eine weitere Rechnung durchführen. Aber wenn dich interessiert, wie man so eine Aufgabe vollständig löst, schau im Basic-Video vorbei. Die nächste Aufgabe lautet: Ein rundes Trampolin hat einen Durchmesser von 3 Meter. Der Rand ist mit einer 25 cm breiten Abdeckung geschützt. Wie viel Platz hast du zum Springen? Lies dir die Aufgabe noch einmal genau durch. Zeichne dann eine Skizze. Danach überlege dir, welche Größe du berechnen musst und wie die Formel dafür lautet. Halte das Video jetzt an. Aus dem Text kannst du herauslesen, dass der Durchmesser 3 Meter lang ist. In der Skizze ist er orange eingezeichnet. Die Breite der Abdeckung ist blau eingezeichnet. Sie ist 25 cm breit. Hast du alle Längen richtig eingezeichnet? Im Text ist gefragt, wie viel Platz du zum Springen hast. Das heißt, es ist die Fläche gesucht, auf der gesprungen werden kann. Sie ist in meiner Skizze grau eingezeichnet. Also, die graue Fläche ist gesucht. Und die Formel für die Fläche lautet r² mal Pi. Hier ist wichtig zu beachten, dass der Radius des inneren Kreises ist, also der grauen Fläche. Ist dir übrigens aufgefallen, dass die Abdeckung des Trampolins ein Kreisring ist? Das waren nun alle Aufgaben zum Intro-Video. Sehr gut gemacht, du hast es bis zum Ende des Videos geschafft. Du kannst stolz auf dich sein. Doch das war noch nicht alles, was der Kreis zu bieten hat. Ich habe noch eine Geschichte für dich. Doch dafür musst du auf das nächste Video klicken. Wir sehen uns hoffentlich im Basic-Video wieder.